So, kommen wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann wird den gleich aufrufen. Da wird es gehen um das Arbeitszeitrecht. Das gehört zu den ältesten und wahrscheinlich auch wichtigsten arbeitsrechtlichen Regelungen, regelt die werktägliche Höchstarbeitszeit. Aber passt es noch zu einer modernen Arbeitswelt, zur Digitalisierung, zu Arbeit 4.0? Es wird debattiert über die Arbeitszeit, nicht nur im aktuellen Tarifkonflikt der IG Metall. Die IG Metall beispielsweise, die hat sich ja unter anderem für eine befristete 28-Stunden-Woche ausgesprochen. Beschäftigte sollen für 2 Jahre ihre Arbeitszeit verkürzen können. Hier im Parlament hat die Linke einen Antrag vorgelegt. 40 Stunden sind genug, die gesetzliche wöchentliche Höchstarbeitszeit zu reduzieren. Das hieße also von 48 auf 40 Stunden pro Woche zu senken. Weil ich keinen Widerspruch höre, ist das so beschlossen. So, jetzt werden die Reihen, jetzt ist es immer so bei dem Wechsel zu einem nächsten Tagesordnungspunkt, dass die Fachpolitiker hier wechseln. Und jetzt ist aber die erste Rednerin aufgerufen, kommt von der Linken, wird den Antrag noch einmal vorstellen, Jutta Krellmann. Noch eine Sekunde. Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen von mir. Schönen guten Tag. 40 Stunden sind genug. Das nehmen manche wohl zum Anlass zu gehen. Vielleicht können wir die Plätze einnehmen, bevor die erste Rednerin das Wort bekommt. Warten Sie einfach noch. Ja, und auf die Minute genau war hier auch der Wechsel im Bundestagspräsidium. Thomas Oppermann, der Bundestagsvizepräsident, abgelöst von Claudia Roth, der Bundestagsvizepräsidentin, die jetzt die Leitung der Sitzung übernimmt und die Debatte eröffnet. Jutta Krellmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Zeit ist reif. Gestern, heute und morgen gehen 500.000 Menschen auf die Straße und kämpfen für ihre Forderungen. Die Beschäftigten der Metall- und der Elektroindustrie beantworten die Frage, wem gehört die Zeit, gerade sehr eindrucksvoll. Sie sagen, meine Zeit, mein Leben. Damit ist die Frage der Arbeitszeit zurück im Zentrum der politischen Debatte. Und ich als Gewerkschafterin im Bundestag verstehe das als politischen Auftrag. Die Beschäftigten spüren es jeden Tag. Ihr Leben wird weitgehend von der Arbeit und damit von dem Arbeitgeber bestimmt. Die Menschen müssen zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten arbeiten, egal ob an Feiertagen, am Wochenende. Arbeitsverhältnisse und Arbeitsverhältnisse werden dabei zunehmend unsicher. Das eröffnet für Ausbeutung Tür und Tor und hat mit Selbstbestimmung nichts zu tun. Je nach Auftragslage arbeiten die Beschäftigten bis zum Umfallen oder müssen zu Hause bleiben. So werden unternehmerische Risiken auf die Beschäftigten verlagert. Die Gesundheit, das Privatleben sowie Sorge- und Pflegearbeit bleiben auf der Strecke. Es ist höchste Zeit, im Interesse der Beschäftigten und der Gesellschaft die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 40 Stunden zu begrenzen. Es darf nicht sein, dass jährlich 1,7 Milliarden Überstunden anfallen und nicht einmal die Hälfte bezahlt werden. Ich nenne das organisierten Lohnraub. Und dann stellt sich auch noch Gesamtmetallpräsident Dulger hin und behauptet, dass ein Teillohnausgleich bei Pflege und Kinderbetreuung Geld fürs Nichtstun ist. Das ist ein Schlag in das Gesicht von Millionen von beschäftigten Menschen und eine bodenlose Frechheit, so etwas zu sagen. Würden wir alleine diese 1,7 Milliarden Überstunden umverteilen, dann hätten wir laut Bundesregierung 1 Million Vollzeitstellen mehr. Mit der vorhandenen Menge an Arbeit ist es wie mit dem Reichtum. Es ist genug da, ist nur falsch verteilt. Dieser Entwicklung müssen wir endlich einen Riegel vorschieben. Wir brauchen sichere Arbeitsverhältnisse für alle. Wir brauchen kürzere, aber ausreichende Wochenarbeitszeiten.
Heben Sie den Schatz an Teilzeitbeschäftigten, die gerne länger arbeiten würden. Wie das Sondierungspapier zeigt, haben Beschäftigte in dieser Hinsicht leider auch von einer großen Koalition in Arbeit nichts zu erwarten. Das Arbeitszeitgesetz soll im Sinne der Arbeitgeber verändert und der Gesundheitsschutz der Beschäftigten gleich mitverkauft werden. Das geplante Rückkehrrecht aus Teilzeit ist dabei ein Witz. Es betrifft die Beschäftigten in 95,5% der Betriebe nicht. Zudem schließt es von vornherein mehr als die Hälfte aller Frauen aus. Ich als Gewerkschafterin fordere ein echtes Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit. Es gibt nur einen Weg für die lohnabhängig Beschäftigten, damit aus fremdbestimmter Flexibilität eine selbstbestimmte Arbeitszeitrealität wird. Vertraut auf eure Kraft, organisiert euch in DGB-Gewerkschaften, kämpft solidarisch für eure Interessen. Wir, die Linke, werden euch unterstützen und den politischen Rahmen setzen, um für gute, selbstbestimmte Arbeit für alle zu ermöglichen. Das machen wir sehr gerne. Denken Sie an die Redezeit. Die rechtliche Höchstarbeitszeit, schaffen wir einen echten Anspruch auf Rückkehrrecht in Vollzeit. Kolleginnen und Kollegen in der IG Metall, wir solidarisieren uns mit eurem Kampf für mehr Lohn und eine Absenkung der Arbeitszeit. In ein paar Stunden fahre ich zu meinen Kolleginnen und Kollegen nach Gronau und werde an ihrer Seite gemeinsam mit ihnen kämpfen. Vielen Dank. Jutta Grellmann war das für die Linksfraktion. Sie hat den Antrag, der dieser Debatte hier zugrunde liegt, noch einmal erläutert und vorgestellt. Bitte aber auch die Höchstredezeit dann einzuhalten. Oh, jetzt gibt es noch eine Ermahnung, die Redezeit doch bitte einzuhalten, denn der Bundestag, der hängt heute auch schon ungefähr eine halbe Stunde seinem Zeitplan hinterher. Jetzt geht es aber in die Aussprache mit Wilfried Oehlers für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrten Damen und Herren, das Leben der Menschen und auch die Arbeitszeit wünschen es, dass man in einer gewissen Flexibilität doch versucht, das Arbeitsleben zu regeln. Und die Mitarbeiter haben dabei auch oft den Wunsch, auch ihre Arbeitszeit flexibel gestalten zu können. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch den Wunsch bzw. das Begehren des Arbeitgebers auch auf eine bestimmte Flexibilität, gleichzeitig aber auch entsprechende geordnete Betriebsabläufe zu haben. Und beides gilt es hier in Einklang zu bringen. Am besten ist es, bevor man gesetzgeberisch tätig wird, eigentlich, dass diejenigen sich darüber unterhalten, die auch tatsächlich dafür zuständig sind, nämlich die Arbeitsvertragsparteien und damit kann man auch gleichzeitig sagen, die Tarifparteien, die ja hier auch gewisse Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und man muss auch sagen, in den allermeisten Fällen in Deutschland klappt das auch sehr gut und es gelingt sehr gut. Die Gestaltung hat allerdings auch eine gewisse Grenze. Die Gestaltung hat dort ihre Grenze, wo man an die Grenze der Machbarkeit kommt. Und da muss man natürlich auch zunächst auch mal den Unternehmer fragen, inwieweit es möglich ist, auf entsprechende Flexibilisierungswünsche der Mitarbeiter einzugehen. Und hier sind auch die Interessen der geordneten Betriebsabläufe einzuhalten. Das Arbeitsrecht sieht hier entsprechende Möglichkeiten und Grenzen vor. Ich darf hier das Arbeitszeitgesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, aber auch das Mindestlohngesetz nennen. Und die Vorschläge, die Sie unterbreiten, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der Linken, fördern das oben Gesagte und gerade Gesagte sicherlich nicht. Vielmehr schränken Sie notwendige Freiheiten der Unternehmer ein und auch die gewünschten Freiheiten der Arbeitnehmer. Im Einzelnen komme ich jetzt gleich dazu. Ihren ersten Punkt, den Sie ansprechen, die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 auf 40 Stunden zu reduzieren. Dabei übersehen Sie allerdings auch, dass wir gewisse Wünsche haben bei den Arbeitnehmern, Sie würden es nicht glauben, aber die auch gerne mehr als 40 Stunden, die von Ihnen angesetzt worden sind, arbeiten möchten. Warum? Weil sie sich aufgrund ihrer Mehrarbeit
auch etwas leisten möchten. Wenn Sie dann sagen, dann sprechen Sie von einer Umverteilung der Arbeit, ja herzlich willkommen in der Planwirtschaft, da sollte Ihnen doch wohl bekannt sein, dass das bisher noch nie funktioniert hat, Wohlstand und Prosperität voranzubringen, und den Menschen hat es auch nicht gedient. Wir können hier in die eigene Geschichte hineinschauen. Dann ist es auch zu betrachten, dass wir zurzeit auch von einem Fachkräftemangel sprechen. Die Unternehmen stöhnen sehr darunter. Wenn Sie dann auch noch hingehen und sagen, wir wollen die Arbeitszeiten reduzieren, dann ist das sicherlich nicht im Interesse der Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft. Und wenn es dann dazu führt, dass Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln wie bisher, dann ist das sicherlich nicht im Interesse aller, und die Auswirkungen brauche ich hier nicht näher zu schildern. Dann gehen Sie aber auch noch hin in Ihrer Begründung und sagen, naja, wir reden nicht nur von der Umverteilung der Arbeit, sondern wir reden auch von einer Umverteilung von unbezahlter Arbeit. Also in Deutschland ist es nach dem Arbeitsrecht so, dass jede Arbeitsstunde zu vergüten ist. Fällt eine Überstunde an, ist die entweder auch zu vergüten oder in Freizeit auszugleichen. Geschieht das nicht, dann ist das bereits jetzt rechtswidrig, und hier steht der Rechtsweg jedem offen, und er kann den auch entsprechend eingehen, damit er zu seinem Recht kommt. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Kollegin Krellmann? Gerne. Frau Krellmann, bitte. Ja, Sie sind dran. Ja, vielen Dank, Herr Oehlers. Sie sind Jurist, soviel ich weiß. Erstens mal stelle ich fest, ich bin im Westen geboren, und Sie müssen mir nicht ständig irgendwas vorwerfen, was nicht da passiert, wo ich gelebt und gearbeitet habe. Zweitens, die Information, dass 1,9 Milliarden Überstunden, davon die Hälfte nicht bezahlt sind, das haben wir uns nicht ausgedacht, das ist die Antwort der Bundesregierung. Und ich frage Sie, was machen Sie als Jurist, Arbeitgeber zu informieren, dass man das eigentlich nicht darf, weil die Hälfte von den Überstunden werden nicht bezahlt, das ist doch nicht vom Himmel gekommen. Das ist eine richtige Sauerei, und das ist Betrug an den Beschäftigten. Was tun Sie dagegen? Gut, danke schön, Frau Krellmann. Herr Oehlers, Sie haben jetzt das Wort. Also zum einen, Sie sprechen Ihre Herkunft an, dennoch, da denke ich, darf man auf die Historie in unserer Geschichte hinweisen und die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, Punkt eins. Punkt zwei, ich habe gerade schon was zu den Überstunden gesagt, und wenn Überstunden nicht ausgeglichen werden in Freizeit, wenn sie nicht bezahlt werden, ist das rechtswidrig. Damit habe ich meine Position schon dazu genannt, und ich habe auch die Position dazu genannt, wie das deutsche Recht, unser Recht, das auch entsprechend vorsieht. Und dann liegt es allerdings auch, das muss man jetzt ehrlicherweise auch mal dazu sagen, bei den jeweiligen Betroffenen auch zu sagen, wir fordern unser Recht ein, und wenn sie das entsprechend dann auch dokumentiert und nachgewiesen haben, dann glaube ich nicht, dass sie vor einem deutschen Arbeitsgericht Unrecht bekommen. Vielen Dank. Wenn man im Rahmen der Arbeitszeit bzw. des Arbeitszeitgesetzes über Veränderungen nachdenkt, dann sollte man also jetzt bezogen auf die Einschränkung der Höchstarbeitszeit sicherlich eher mal darüber nachdenken, welche Möglichkeiten man anstreben kann, um im Rahmen der Eckpunkte, die wir haben, Flexibilisierungen zu ermöglichen, damit die Menschen auch entsprechend ihr Leben gestalten können. Sie sprechen weiter an Dokumentation von Arbeitszeit. Ich denke, dass es hier auch schon entsprechend ausreichende Regelungen im Gesetz gibt. Sie werden das jetzt wieder bestreiten, aber ich verweise hier mal auf den Paragraphen 16 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz und auch auf den Paragraphen 17 Mindestlohngesetz, wo ausreichende Dokumentationspflichten entsprechend berücksichtigt worden sind. Und wenn ich den 17 Mindestlohngesetz anspreche, dann ist es sicherlich auch noch mal wichtig und richtig, darüber nachzudenken, ob man die Lohngrenze, die seinerzeit in Höhe von knapp 3.000 Euro Bruttogehalt festgelegt worden ist, bis wohin entsprechend Dokumentationen erfolgen müssen, angemessen ist. Ich denke, dass man hier etwas übers Ziel damals hinausgeschossen hat. Dann sprechen Sie das Rückkehrrecht in Vollzeit an.
Angemerkt haben Sie auch, dass wir im Sondierungspapier da schon einiges vereinbart haben, unter bestimmten Voraussetzungen. Ich will jetzt nicht näher erläutern, was im Sondierungspapier steht, aber ich will vielleicht mal auf Folgendes hinweisen, was im Rahmen dieser Thematik Rückkehrrecht in Vollzeit schon zu berücksichtigen ist. Wenn man sagt, Rückkehr in Vollzeit bzw. Recht auf Teilzeit, dann muss man natürlich gleichzeitig auch feststellen und auch zur Kenntnis nehmen, dass der Wunsch nach einem Recht auf Teilzeit für eine bestimmte Dauer gleichbedeutend ist mit neuen befristeten Arbeitsverhältnissen, weil die Arbeitsleistung muss ja irgendwie erbracht werden. Also braucht man natürlich auch entsprechend für diese Übergangszeit Mitarbeiter. Und wenn Sie auf der einen Seite solche Möglichkeiten einfordern, aber auf der anderen Seite dann die Möglichkeit einer Befristung an den Pranger stellen, dann ist diese Argumentation nicht ganz schlüssig. Und wenn man sieht, dass man auch im Rahmen der Elternzeit den Arbeitnehmern auch Flexibilisierungen eingeräumt hat, dann denke ich, ist es mehr als recht, darauf hinzuweisen, dass man an die Befristungstatbestände nicht weiter herangehen sollte und insbesondere die sachgrundlose Befristung auch als einziges, ich betone, unbürokratisches Flexibilisierungsinstrument beibehalten sollte. Letzter Punkt, Mindeststundenzahl 22 Stunden fordern Sie pro Woche. Da muss man Sie sagen, also wo kommen wir denn jetzt hin, den Leuten vorzuschreiben, wie lange sie mindestens zu arbeiten haben? Ja, wenn wir, es gibt gute Gründe für Menschen, die sagen, wir wollen eben nur eine geringe Stundenzahl arbeiten. Familiäre Gründe können hier eine Rolle spielen. Und diesen Wunsch können wir den Leuten nicht wegnehmen. Da sind wir wieder mitten in der Planwirtschaft angekommen. Wir müssen den Menschen ihre Freiheiten lassen. Und das gelingt mit Ihrem Antrag ganz bestimmt nicht. Dankeschön. Vielen Dank, Wilfried Oellers. Nächste Rednerin, Dagmar Schmidt für die SPD-Fraktion. Und Dagmar Schmidt sitzt im Ausschuss für Arbeit und Soziales für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Arbeit bestimmt einen wesentlichen Teil unseres Lebens. Wann wir arbeiten, wie lange wir arbeiten und wo wir arbeiten, bestimmen unseren Alltag. Die Arbeitszeit und der Arbeitsort wirken also tief in unser privates Leben hinein. Sie bestimmen, ob wir uns um unsere Familie und um unsere Freunde kümmern können. Sie bestimmen, ob und welches Ehrenamt wir ausüben können, ob wir einen regelmäßigen Mannschaftssport machen können, ob wir im Chor singen können oder ob wir zur Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr gehören können. Und sie bestimmen über unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Unsere Lebensqualität hängt also in starkem Maße davon ab, wann und wie lange und wo wir arbeiten. Die Anforderungen an eine gute und planbare Arbeitszeit sind allerdings sehr unterschiedlich. Unternehmen haben Anforderungen, meistens sehr begründet, manchmal aber auch nicht. In jedem Fall sind sie sehr unterschiedlich. Und die Digitalisierung entgrenzt die Arbeit zusätzlich aus Raum und Zeit. Und deswegen ist ein Recht auf Nichterreichbarkeit genauso wichtig wie Regeln zum Arbeitsschutz, auch für Telearbeit, Homeoffice und Arbeit unterwegs. Und abhängig davon, in welcher Lebensphase man sich befindet, sind auch die Wünsche und Vorstellungen von einer guten Arbeitszeit sehr unterschiedlich. Vor allem Frauen wünschen sich oft mehr zu arbeiten und Männer oftmals weniger. Wir brauchen ein Rückkehrrecht in Vollzeit, damit Frauen nicht in einer Teilzeitfalle landen, sondern ein eigenes, gutes Auskommen und eine anständige Rente erhalten. Und wir brauchen das Rückkehrrecht auch, damit Männer sich trauen, ihre Arbeitszeit zu senken, um am Familienleben teilhaben zu können. Und wir müssen, es ist angesprochen, Ordnung bei der Arbeitszeit schaffen. Es ist ein Unding, wenn schlechte Personalplanung und Unternehmensführung auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Wenn Überstunden Neueinstellungen ersetzen, wenn Überstunden nicht dokumentiert und allzu oft auch nicht bezahlt werden. Fast die Hälfte der Beschäftigten arbeiten mehr als 2 Stunden zusätzlich in der Woche, fast jeder Zehnte mehr als 10 Stunden. Und richtig gravierend wird es ist bereits angesprochen, wenn man sich die Frage der unbezahlten Überstunden betrachtet. 2016 waren es laut IAB 947 Millionen. Es handelt sich also um ein Massen- und kein Randphänomen, und dagegen müssen wir mit härteren Maßnahmen vorgehen. Und da stellt sich dann die Frage, was hilft den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wirklich?
Eine Absenkung der gesetzlichen Höchstarbeitszeit und eine Mindestarbeitszeit helfen aus meiner Sicht so wenig, wie die deutsche Wirtschaft zugrunde geht, wenn man die Höchstarbeitszeit nicht ausweitet. Wir haben bereits zahlreiche Möglichkeiten für flexible Arbeit im Sinne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch der Arbeitgeber. Um das in ein gutes Gleichgewicht zu bringen, haben wir starke Tarifpartner, und die Tarifpartnerschaft gilt es an dieser Stelle weiter zu stärken, denn jede Branche hat ihre eigenen Herausforderungen. In der Pflege zum Beispiel hilft keine gesetzliche Höchstarbeitszeit, sondern da hilft ein allgemein verbindlicher Tarifvertrag, da helfen Personalstandards und die Beseitigung des Fachkräftemangels. Wir haben starke Betriebsrätinnen und Betriebsräte, und auch die Mitbestimmung gilt es weiter zu stärken. Und gerade bei Fragen der Arbeitszeit ist das ein starkes Recht, dem Geltung verschafft werden muss. Denn am Ende ist es die betriebliche Ebene, auf der konkret die Bedürfnisse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und die des Unternehmens zusammengebracht werden müssen. Dazu gehört aber dann auch, dass wir es leichter machen müssen, Betriebsräte zu gründen, und dass wir diejenigen, die sich engagieren, besser schützen. Das Arbeitsrecht und Tarifverträge dürfen eben nicht nur auf dem Papier stehen, sondern sie müssen kontrolliert und sanktioniert werden. Dabei ist mit der Dokumentationspflicht im Rahmen der Mindestlohngesetzgebung ein wichtiger Schritt getan, und es gilt, die Kontrollen des Zolls weiter zu verstärken. Die Arbeitszeit ist ein wichtiger Faktor für unsere Lebensqualität. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns der Frage weiter annehmen. Ganz großkoalitionär möchte ich an der Stelle Norbert Blüm zitieren: Arbeitszeiten nach Maß sind besser als von der Stange. In diesem Sinne wünsche ich maßvolle Arbeitszeiten. Glück auf. Sagt Dagmar Schmidt für die Sozialdemokraten. Und es geht jetzt weiter mit einem Abgeordneten der AfD-Fraktion, Uwe Witt. Und die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth hat gerade gesagt, es ist seine erste Rede hier vor dem Deutschen Bundestag. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Bei dem Antrag der Fraktion der Linken geht es zum wiederholten Mal um einen Ausflug in sozialistische Traumwelten. Hier soll den Bürgerinnen und Bürgern vorgegaukelt werden, dass man etwas Positives für sie beabsichtigt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Darin ist die Linke ja Weltmeister, sozialistische Wolkenkuckucksheime zu versprechen, die sich in der realen Welt dann schnell als Mogulpackung zulasten der Arbeitnehmer herausstellt. Dass Ihre Anträge immer zulasten der Arbeitgeber gehen, das gehört ja schon fast zu Ihrem Parteiprogramm. Kommen wir zurück zu Ihrem Antrag, den Sie seit 2012 offenbar mit steter Regelmäßigkeit hier im Bundestag stellen. Das ist die Art von Arbeit, die Sie präferieren. Einfach zwei Drittel Ihrer bereits zigmal gestellten Anträge wieder einzureichen, obwohl sich die Grundvoraussetzungen dafür nicht geändert haben. Das führt denn dazu, dass Sie bereits in dieser Legislaturperiode über 140 Anträge gestellt haben. Damit vergeuden Sie nicht nur wichtige Sitzungs- und Arbeitszeit, nein, Sie vergeuden auch Steuermittel und schwächen die Effizienz dieses Hohen Hauses. Aber vielleicht gehört das auch zu Ihrem Konzept. Zum Antrag. Da fordern Sie eine Begrenzung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit auf 40 Stunden. Offenbar sind Ihnen die tatsächlichen Probleme der kleinen und mittelständischen Unternehmen und der dort beschäftigten Arbeitnehmer nur durch die rote Brille des Kommunismus bekannt. Gerade im Dienstleistungssektor und in Unternehmen, die bereits verstärkt von der Digitalisierung betroffen sind, ist eine Flexibilisierung der wöchentlichen Arbeitszeit erforderlich. Also das Gegenteil Ihres Antrages. Wichtig wäre daher hingegen eine variable monatliche Höchstarbeitszeit, um den Veränderungen des Marktes bei gleichzeitiger Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer Rechnung zu tragen. Starre Arbeitszeitmodelle führen hier lediglich zur Abwanderung weiterer Unternehmen in das europäische und außereuropäische Ausland und zur Schwächung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die schwarz-rote Regierung spricht hingegen sogar von Vollbeschäftigung und ruft damit abstruse Forderungen wie die Ihrige, werte Kollegen der Linke, auf den Plan. Die tatsächliche Situation des Arbeitsmarktes in Deutschland ist deutlich anders, als sie hier in diesem Hohen Hause dargestellt wird. Und das müssten gerade Sie, die hier schon länger sitzen, meine Damen und Herren, doch alle wissen.
Da sprechen Sie von einer permanent sinkenden Arbeitslosenzahl und postulieren, es gebe nur 2,4 Millionen Arbeitslose. Schaut man jedoch in die offizielle Statistik Migration im Arbeitsmarkt, findet man dort schnell die tatsächliche Anzahl der Arbeitssuchenden, nämlich 4,6 Millionen. Dass davon 1,3 Millionen ohne deutschen Pass sind, will ich an dieser Stelle gar nicht weiter kommentieren. Neben angeblich sinkenden Arbeitslosenzahlen redet Frau Merkel, wie ich bereits vorhin erwähnte, von möglicher Vollbeschäftigung. Damit ist dann wohl gemeint, dass ein Job bei vielen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht mehr ausreicht und 2 bis 3 Jobs angenommen werden müssen, um über die Runden zu kommen. Das bedeutet, man ist den ganzen Tag voll beschäftigt. Das verstehe weder ich noch die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes unter Vollbeschäftigung, Frau Merkel. Liebe Bürgerinnen und Bürger, Ihnen wird vorgegaukelt, uns geht es immer besser, wobei die Anzahl der Arbeitssuchenden bei fast 5 Millionen liegt, Altersarmut zu einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden ist und die Steuern ins Astronomische gestiegen sind. Das ganze System ist nur noch durch die eben diese immer höheren Steuern und Abgaben zu finanzieren. Leistungen, die Sie, verehrte Bürgerinnen und Bürger, erwirtschaften, werden in die Umsetzung unsinniger EU-Projekte oder den Wirtschaftsstandort Deutschland schädigender Maßnahmen investiert. Eine tatsächliche Verbesserung der Situation auf dem Arbeitsmarkt existiert lediglich auf dem Papier bei den geschönten Arbeitslosenzahlen. Ich vermute, dass einige Kollegen der Altparteien gleich versuchen werden, den Eindruck zu erwecken, dass ich ihre Statistiken nicht lesen kann und daher alles gar nicht stimmt. Meine Damen und Herren, die Sie hier schon länger sitzen und sich derartige Argumentationen jahrelang zu eigen gemacht haben, unterschätzen Sie nicht die mündigen Bürger unseres Vaterlandes. Daher appelliere ich eindringlich an Sie, Probleme nicht zu verharmlosen, bis es nicht mehr möglich ist, sie dauerhaft zu beheben. Ich bin gleich am Ende. In diesem Sinne bitte ich insbesondere die Abgeordneten der Linken, ab sofort die Worte, die außen am Reichstag angebracht sind, auch täglich in ihr Tun und Handeln einfließen zu lassen. Denn da steht, dem deutschen Volke und nicht ihren parteipolitischen linken Präferenzen zu dienen. Die AfD stimmt einer Ausschussüberweisung nicht zu und lehnt den Antrag komplett ab. Dankeschön. Uwe Witt war das für die AfD-Fraktion. Nächster Redner im Deutschen Bundestag. Ich habe mich gewundert, es kann doch nicht sein, dass das seine erste Rede ist. Aber da handelt es sich wohl um einen ehemaligen Vizepräsidenten. Tatsächlich hält ein Herr Kronenberg seine erste Rede. Es gab einen anderen Herrn Kronenberg, der hat hier als Vizepräsident unter anderem gewirkt, Ihr Vater. Herzlich willkommen zu seiner ersten Rede, Karl-Julius Kronenberg für die FDP-Fraktion. So, noch eine kleine historische Einführung, sehr interessant. Jetzt hören wir also in der Tat für die FDP-Fraktion Karl-Julius Kronenberg. Vor einigen Monaten, vielleicht im Oktober, sagte meine Frau, sieh zu, dass du in der Sitzungswoche so richtig reinhaust, dann hast du vielleicht in der sitzungsfreien Woche etwas mehr Zeit für die Familie. Sie ahnen schon die Schwierigkeit. Wenn ich im vorauseilenden Gehorsam den Vorschlägen der Linksfraktion nachkommen würde, könnte ich wohl weder den Erwartungen des Fraktionsvorstandes noch denen des Haushaltsvorstandes gerecht werden. Gut gemeinte Gesetze können auch in die Fremdbestimmung führen, nämlich genau dann, wenn sie an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbeigeschrieben werden, meine Damen und Herren. Es geht nicht um mich, ich weiß. Die Antragsteller beklagen, Flexibilisierung sei eine Einbahnstraße zulasten der Beschäftigten. Das sehe ich anders. Ich frage Sie, was soll denn ein junger Vater mehr Zeit für die Familie nehmen, wenn er nicht flexibel arbeiten kann? Warum soll er nicht am Montag früher gehen, das Kind aus der Kita abholen oder am Dienstag länger arbeiten? Flexibilisierung führt nicht in die Fremdbestimmung, sondern zu mehr Eigenverantwortung. Und das ist die Voraussetzung für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zur Lebenswirklichkeit der meisten Beschäftigten gehört auch die Tarifbindung.
Starke Tarifpartner brauchen Tarifautonomie und Vertragsfreiheit, besonders in Fragen der Arbeitszeitgestaltung. Sie sind schon darauf eingegangen, in diesen Tagen wird in der Metallindustrie heftig um moderne Arbeitszeitmodelle gerungen. Glauben Sie mir, die Fachleute wissen besser als wir, was in ihrer jeweiligen Branche wirtschaftlich sinnvoll und sozial vertretbar ist. Wenn Sie also jetzt eine pauschale Arbeitszeitverkürzung begrüßen, dann ist das nicht nur ein Angriff auf die Tarifautonomie, sondern es widerspricht auch dem Bedürfnis von Millionen von Beschäftigten, die mehr arbeiten möchten, aber in ihrem Antragstext nicht erwähnt werden. Angesichts von Vollbeschäftigung in vielen Branchen und Regionen hätte die Überschrift zu Ihrem Antrag also auch lauten können: 8 Jahre Aufschwung und Jobwunder sind genug. Des Weiteren fordern Sie eine kleinteilige, verschärfte Dokumentationspflicht, wollen also ein neues Bürokratiemonster erschaffen. Ich sage Ihnen, diese Forderung geht völlig an der Wirklichkeit einer Arbeitswelt 4.0 vorbei. Für uns Freie Demokraten lautet die Aufgabe, hier die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, Chancen und Geschäftsmodelle zu ermöglichen und Missbrauch effektiv zu bekämpfen. Innovative Lösungen und Instrumente sind besser als die Rückkehr zur Stechuhr des vergangenen Jahrhunderts, meine Damen und Herren. Bevor ich zum Schluss komme, erlauben Sie mir eine persönliche Bemerkung. Ich bin Familienunternehmer in 10. Generation und nicht, wie der Antragstext es suggeriert, ein Lohnräuber. Frau Krellmann, Sie sind herzlich willkommen, uns auf dem Sophienhammer im Sauerland zu besuchen und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sprechen. Aber bitte verzichten Sie auf diese Rhetorik. Sie verunglimpfen nicht nur Hunderttausende von kleinen und mittleren Unternehmern, sondern auch Millionen von angestellten Leistungsträgern in unserer Gesellschaft. Auf diese Weise säen Sie Misstrauen und ernten Spaltung, und das in Zeiten, in denen gesellschaftlicher Zusammenhang wichtig ist. Die Freien Demokraten begrüßen die Initiative, das Thema Arbeitszeit auf die politische Agenda zu setzen. Im Unterschied zu den Instrumenten aus der sozialen Mottenkiste plädieren wir für ein Modell, das zur Lebenswirklichkeit der Menschen von heute und morgen passt. Weniger Bürokratie, mehr Eigenverantwortung, passende Rahmenbedingungen für eine Arbeitswelt 4.0. Ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss. Genau, und da wird der Antrag der Linken nämlich im Anschluss an die Debatte hingehen. Karl-Julius Kronenberg, der hier seine ebenfalls erste Rede gehalten hat im Parlament. Genau, da wird noch gratuliert von den Fraktionskollegen. Oder vielleicht nach draußen später verlinken. Die Gratulationen, sagt Claudia Roth, die Bundestagsvizepräsidentin, vielleicht etwas zügig abzuhandeln, damit sie ja weitergehen kann mit der nächsten Rednerin, Beate Müller-Gemmeke für die Bündnisgrünen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Das Verhältnis zwischen Arbeitszeit und freier Zeit treibt die Menschen um und insbesondere junge Menschen. Dabei geht es um die Zeit, in der die Menschen zur Ruhe kommen, in der sie Sport treiben können, in dem sie sich ehrenamtlich engagieren können. Die Menschen müssen auch mal putzen, einkaufen, kochen, und sie müssen auch mal schlafen. Und sie brauchen vor allem Zeit für ihre Kinder, für Freunde und für ihre Eltern. Das alles macht ein gutes Leben aus, und notwendig ist deshalb eine gute Balance, denn Arbeitszeit ist Lebenszeit. Gleichzeitig geht es auch um die Arbeitszeit im engeren Sinne, und auch hier besteht Handlungsbedarf. Nach einer Studie der Bauer wollen 55% der Beschäftigten ihre Arbeitszeit verkürzen und 35% wollen sie verlängern. Andere sind mit dem Zeitumfang zufrieden, wünschen sich aber beweglichere Arbeitszeiten. Und die Bedürfnisse verändern sich natürlich auch noch im Lebensverlauf. Wer Kinder bekommt, will anders arbeiten als beim Einstieg ins Berufsleben. Frauen wollen nicht mehr auf dem beruflichen Abstellgleis landen, wenn sie Kinder bekommen. Und viele junge Männer wollen eben nicht mehr nur Feierabend- und Wochenendväter sein, sondern gleichberechtigt sich um ihre Kinder kümmern. Was wir also benötigen, sind beweglichere Arbeitszeiten, damit Arbeit besser ins Leben passt. So,
So sehen wir die Grünen die Lage rund um die Arbeitszeit. Lese ich den Antrag der Linken, dann meinen wir stellenweise wohl das Gleiche, aber es hört sich doch ganz anders an. Und dementsprechend haben wir auch unterschiedliche Herangehensweisen und auch andere Konzepte. Bei uns stehen die Beschäftigten im Mittelpunkt. Es geht uns um ihre Wünsche und um ihre Vorstellung, wie sie arbeiten und leben wollen. Und deshalb wollen wir mehr Zeitsouveränität für die Beschäftigten ermöglichen. Notwendig ist ganz dringend ein Rückkehrrecht auf Vollzeit, und zwar für alle. Da sind wir uns einig. Es muss Schluss sein mit der Formel einmal Teilzeit, immer Teilzeit. Das ist frauenpolitisch extrem wichtig. Vor allem aber sollen die Beschäftigten mehr Einfluss nehmen können auf die Gestaltung ihrer Arbeitszeit, und zwar ganz konkret auf den Umfang, die Lage und den Ort. Hier wollen wir die Rechte der Beschäftigten stärken. Solche Forderungen fehlen leider in dem Antrag komplett. Die sind aber wichtig, denn nur so entsteht tatsächlich mehr Lebensqualität. Ja, und stattdessen fordert die Linke ja, dass die Höchstarbeitszeit auf 40 Stunden abgesenkt wird. Bei prekärer Beschäftigung oder beispielsweise beim Arbeitsschutz muss der Gesetzgeber klare Grenzen ziehen, das ist klar. Aber bei der Arbeitszeit geht es um einen Ordnungsrahmen, und die Gestaltung ist Sache der Sozialpartner. Und das zeigt ja die IG Metall momentan wunderbar. Und deswegen lehnen auch wir Grünen diese Forderung ab. Und das passt ja auch zu unserer eigenen grünen Forderung. Denn wir wollen ja die Zeitsouveränität für die Beschäftigten erhöhen. Und das funktioniert eben nicht in einem engen und starren Rahmen. Natürlich brauchen die Beschäftigten Schutz, aber der ist gegeben, weil ja neben der wöchentlichen auch noch die tägliche Höchstarbeitszeit, die Ruhezeiten und auch die Sonntagsruhe im Arbeitszeit geregelt sind. Und das muss auch so bleiben. Das richte ich an die SPD für die Koalitionsverhandlungen. Wir wollen die Beschäftigten nicht einschränken, sondern ihnen passende Lösungen bei der Arbeitszeit ermöglichen. Denn wie gesagt, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Alles Weitere für mehr reicht die Zeit jetzt einfach nicht. Diskutieren wir dann im Ausschuss. Ich bin mir sicher, es wird spannend. Vielen Dank. Beate Müller-Gemmeke war das für die Grünen. Der nächste Abgeordnete ist Mario Miruch, der hier sprechen wird. Er ist für die AfD in den Bundestag gewählt worden, aber hat wie die ehemalige Parteichefin Frauke Petri, die nicht in die AfD-Fraktion eingetreten sitzt, jetzt hier als Fraktionslose ein Rederecht im Bundestag. Haben natürlich auch fraktionslose Abgeordnete, das garantiert ihnen das Grundgesetz, doch ihr Rederecht stark eingeschränkt. Mario Miruch hat nur 2 Minuten. Diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überhaupt die Qualifikation nehmen, wo sie eben hin verteilt werden sollen. In einer globalisierten und einer sich digitalisierenden Welt bleibt es schlicht und ergreifend ein Trugschluss, den Menschen suggerieren zu wollen, mit immer weniger Arbeit den Wohlstand des Einzelnen mehren zu wollen. Statt noch mehr Verwaltung brauchen wir wieder den Geist des Unternehmertums und ein Umfeld, in dem innovative Entrepreneure ihre Ideen ausleben können, in dem sie ohne staatliche Gängelung einfach mal etwas machen können, einfach machen als Stichwort. Dazu braucht es Steuerreform, Steuersenkung und die heute schon mehrfach angesprochene Arbeitszeitflexibilität. Unternehmensgründungen wie Microsoft, wie Google, PayPal, Uber und so weiter, die wären in Deutschland niemals möglich gewesen. Und diese Unternehmen können sich vor Bewerbungen aktuell gar nicht retten. Und die haben von ganz alleine innovative Arbeitszeitkonzepte gefunden, wie zum Beispiel bei Google eine 4-Tage-Woche völlig normal ist. Und am 5. Tag hat jeder Arbeitnehmer die Möglichkeit, sich mit einem Projekt ganz nach seiner Wahl zu befassen. Das ist innovativ. Der gestellte Antrag beschneidet am Ende die Leistungswilligen. Und das ist genau das Stichwort. Leistungswille, das ist etwas, was wir als Wert in der Gesellschaft wieder verankern sollten, um bei dem sich stetig entwickelnden und steigenden Wettbewerb in dieser Welt mithalten zu können. Vielen Dank. 2 fraktionslose Abgeordnete gibt es im Bundestag, Mario Miruch, der eben gesprochen hat, und Frauke Petri. Sie haben hier quasi hinter den Fraktionsreihen entsprechend 2 Sitzplätze und haben hier eingeschränktes Rederecht. Sie haben es gemerkt an der sehr kurzen Redezeit. Jana Schimke jetzt für die Unionsfraktion. Sie haben Ihren Redebeitrag begonnen mit den Worten, dass heutzutage der Ausbeutung im Arbeitsleben Tür und Tor geöffnet sind. Und ich frage mich manchmal, was würden Sie eigentlich ohne Ihre Kampfrhetorik und die alten Feindbilder machen?
Nein, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Arbeitswirklichkeit, die Arbeitswelt von heute ist in der Tat eine andere. Wenn man in eine Firma geht, es ist völlig egal, wie viele Beschäftigte dort tätig sind, sagen wir mal 200, dann sagt der Chef, dass er auch 200 Arbeitszeitmodelle hat. Und flexible Arbeitszeitformen sind heutzutage Realität auch in unserer Arbeitswelt und auf unserem Arbeitsmarkt. Da gibt es Teilzeit, da gibt es individuelle Arbeitszeiten, Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit, mobiles Arbeiten, Jahres- und Lebensarbeitszeitkonten, Jobsharing und so weiter. Also das füllt ja inzwischen auch schon ganze Studien und bestätigt einmal mehr, wie vielfältig auch unsere deutsche Wirtschaft ist. Und Fakt ist eins, wer heute seitens der Unternehmen die Wünsche der Mitarbeiter eben nicht erfüllt, ist auch nicht mehr attraktiv für die Beschäftigten. Arbeitgeber sind deswegen, so es ist meine persönliche Einschätzung und das erlebe ich immer wieder, wenn ich auch vor Ort unterwegs bin, sind noch nie so stark auf die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter eingegangen wie heute. Klar gibt es dafür natürlich Gründe. Der Fachkräftemangel ist einer der zentralsten Gründe. Es fehlen schlichtweg Beschäftigte. Man lässt sich unglaubliche Dinge einfallen, um Mitarbeiter zu gewinnen und auch zu halten. Und Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das ist auch eine Wirklichkeit der heutigen Zeit, begegnen sich auf Augenhöhe. Wir haben eben nicht mehr den unmündigen Arbeitnehmer. Das ist Quatsch. Das gab es früher mal. Das ist heute nicht mehr der Fall. Zumindest nicht im größten Teil der deutschen Wirtschaft, liebe Frau Krellmann. Und nicht umsonst sprechen natürlich auch viele Wissenschaftler inzwischen auch vom sogenannten Arbeitnehmermarkt. Der Arbeitnehmer gibt immer mehr den Ton an, wo lang die Richtung geht. Weiterer Punkt, Digitalisierung ist heute auch schon mehrfach angesprochen, liebe Frau Krellmann. Smartphone und Tablet, das dürfte auch bei Ihnen nicht vorbeigegangen sein, schaffen natürlich auch ein völlig anderes Arbeiten. Wir arbeiten heute nicht mehr 9 to 5. Nein, wir arbeiten mobil, wir sind unterwegs. Ja? Arbeit verändert sich und wird auch neu. Beschäftigte wollen kein starres Arbeitszeitkorsett mehr. Das ist schlichtweg nicht mehr gewollt. Schauen Sie sich die neuen Branchen an. Ja? Die ganzen digitalen Berufe, die digitale Branche, ja? Die wollen das alles nicht mehr. Die wollen Freiheit haben. Ja? Und das ist das, worauf wir auch antworten müssen, politisch. Flexibles Arbeiten erhöht, und das ist auch eine ganz interessante Erkenntnis, liebe Frau Krellmann, flexibles Arbeiten erhöht auch die Arbeitszufriedenheit. Warum? Weil wir Beruf und Familie miteinander besser vereinbaren können, weil wir auch das Ehrenamt besser unter den Hut bekommen, ja? Weil wir doch auch wollen, dass die Menschen neben der Arbeit auch noch andere Dinge in ihrem Leben tun. Davon profitiert auch eine Firma. Ja? Und deswegen, flexibles Arbeiten kann somit auch zum Stressabbau dienen. Na, selbstverständlich. Und warum soll man den Menschen nicht die Freiheit lassen? Sie fordern in Ihrem Antrag zum Beispiel die 48-Stunden-Woche, die gesetzlich erlaubt ist, auf 40 Stunden zu reduzieren. Das ist eine völlig rückständige Forderung, weil sie eben keine Antworten auf die Zukunft gibt. Schutz, das ist, dass Sie propagieren einen Schutz, der keiner ist, weil Ihre Forderungen immer zu Lasten von Flexibilität gehen, sie gehen zu Lasten von Selbstbestimmung und natürlich auch zu Lasten von betrieblichen Erfordernissen. Die Auftragsbücher sind voll in den Firmen. Die wissen nicht mehr, wie sie ihre Aufträge abgearbeitet bekommen. Ja, das ist möglicherweise auch ein Grund für die hohen Überstunden, die wir haben. Will ich gar nicht ausschließen. Aber darauf müssen wir doch Antworten schaffen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie damit auch die 6-Tage-Woche, nach denen ja das Arbeitszeitgesetz derzeit noch aufgebaut ist, damit auch abschaffen. So, das ist im Grunde genommen, schaffen Sie Kurzarbeit durch wirtschaftlichen Abschwung. Und das ist etwas, was wir nicht verantworten können. Zweiter Punkt, Recht auf Nichterreichbarkeit. Da fragt man sich schon, wo leben Sie eigentlich? Das ist ein alter Reflex gegen eine moderne Arbeitszeitpolitik. Flexibilität und Arbeitsschutz müssen sich nicht ausschließen. Im Gegenteil. Wie ist die betriebliche Realität heutzutage? Mitunter sind es die Arbeitgeber, sogar sehr, sehr oft die Arbeitgeber, die ihre Arbeitnehmer explizit darauf hinweisen, und das, glaube ich, tun wir auch hier im Deutschen Bundestag, ja, dass wir unsere Mitarbeiter darauf hinweisen, doch am Wochenende auch mal Wochenende sein zu lassen. Das gehört einfach dazu für einen guten Arbeitgeber. Und immer mehr Firmen berichten mir auch davon, dass das natürlich auch Gegenstand von Betriebsvereinbarungen ist und natürlich ein ganz zentraler Bestandteil auch der Unternehmenskultur. Das muss man doch einfach mal anerkennen.
So, Dokumentationspflichten möchten Sie auch ausweiten. Sie wollen auf Deutsch gesagt die Stechuhr wieder einführen. Sie wollen die Vertrauensarbeitszeit damit abschaffen. 50% der Betriebe in Deutschland bieten Vertrauensarbeitszeit an. Wenn Sie Dokumentationspflichten in dieser Form einführen, dann schaffen Sie solch ein Arbeitsmodell faktisch ab. Genauso schaffen Sie auch Arbeitszeitkonten ab. 20% der Betriebe bieten das immerhin auch an. Das ist damit nach meiner Lesart dann eben nicht mehr möglich. Und was bedeutet last but not least eine Mindeststundenzahl von 22 Stunden in der Woche, dass man letztendlich keine Stellenausschreibung mehr machen kann, um zum Beispiel einen Kollegen, eine Kollegin, die in Elternzeit ist und Teilzeit arbeitet, das irgendwie hinzubekommen, dass die Arbeit dennoch erfüllt wird. Und das ist auch ein Vorschlag, der zu einem Großteil gegen die individuellen Wünsche von Beschäftigten, von Arbeitnehmern, von Arbeitssuchenden widerspricht. 90% der Arbeitnehmer in Deutschland wünschen sich Flexibilität am Arbeitsplatz. Und das ist damit dann letztendlich auch nicht mehr möglich. Meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist nicht mehr, sondern weniger Regulierung. Wir müssen uns überlegen, wie gehen wir künftig mit den Ruhezeiten um, auch mit Blick auf Digitalisierung. Und wir brauchen nicht mehr eine Tageshöchstarbeitszeit, sondern eine Wochenarbeitszeit, um sozusagen auch diesen Anforderungen gerecht zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Schimke. Letzte Rednerin jetzt zu diesem Tagesordnungspunkt, Gabriele Hiller-Uhm für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines ist doch völlig klar, das Arbeitszeitgesetz hat sich bewährt. Wir haben den 8-Stunden-Tag, Sonn- und Feiertagsruhe, Pausen und Ruhezeiten, weitgehende Mitbestimmungsrechte der Personalräte und wir haben für Jugendliche ein gesondertes Jugendarbeitszeitgesetz. Dafür, liebe Genossen, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat die SPD gekämpft. Ja, das war jetzt noch mal eine direkte Ansprache an Ihre Genossinnen und Genossen aus der SPD. Ich glaube nicht, dass alle anderen sich angesprochen gefühlt hätten. Da habe ich aber doch gleich die Brücke zur SPD geschlagen, denn wir haben über Jahrzehnte und Jahrhunderte dafür gekämpft, dass wir ein gutes Arbeitszeitgesetz haben, gemeinsam mit den Gewerkschaften. Diese Gesetze, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, sind sicherlich nicht in Stein gemeißelt. Und es ist richtig, sich Gedanken über die Verteilung von Arbeit bei zunehmender Rationalisierung durch Technik zu machen. Ihre Forderung, liebe Kolleginnen und Kollegen der Linke, die Wochenarbeitszeit von 48 Stunden auf 40 Stunden zu verringern, lehnen wir jedoch ab. Soweit gehen ja noch nicht einmal die Gewerkschaften. Ich frage Sie, ist es nicht viel sinnvoller, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärker über ihre Arbeitszeit mitbestimmen können? Es gibt Phasen im Leben, da muss man oder möchte man mehr arbeiten, und dann gibt es wieder Zeiten, da muss oder möchte man weniger arbeiten. Unsere Antworten darauf sind zum Beispiel Langzeitkonten, auf denen man Zeit ansparen kann, oder eine moderne Familienarbeitszeit, die Familien hilft, Kinder oder pflegebedürftige Angehörige und Beruf unter einen Hut zu bringen. Väter und Mütter sollen demnach ihre Arbeitszeit verkürzen können und dafür einen finanziellen Ausgleich erhalten. Das ist doch prima. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Arbeitszeitgesetz bietet einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen der Beschäftigten und der Arbeitgeber. Daran sollten wir nicht rütteln. Der Schuss kann nämlich sehr schnell nach hinten losgehen, und ich sage Vorsicht an der Bahnsteigkante. Als Tourismuspolitikerin bin ich seit Jahren mit einer völlig gegenteiligen Forderung als die der Linken konfrontiert. CDU, CSU, FDP wollen gemeinsam mit dem Hotel- und Gaststättenverband nicht weniger Arbeitszeit, nein, sie wollen das Gegenteil, nämlich mehr. So sollen die Arbeitszeiten in der Gastronomie auf bis zu 78 Wochenstunden ausgeweitet und das Jugendarbeitszeitgesetz aufgeweicht werden. Hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, sagen wir Stopp. Das Arbeitszeitgesetz bietet einen
bietet in seiner heutigen Form schon sehr viel Flexibilität und darf nicht zulasten der Beschäftigten und ihrer Gesundheit angegriffen werden. Eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit, wie sie die Linke fordert, wäre allerdings ebenso kontraproduktiv wie eine Ausweitung, denn eine Reduzierung würde die Schwarzarbeit gerade in Saisonbetrieben in die Höhe schießen lassen. Ich komme von der Küste und weiß, wovon ich rede. Es ist also gut, dass wir ein Arbeitszeitgesetz haben, das sowohl die Interessen von Beschäftigten und Arbeitgebern gleichermaßen berücksichtigt. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Linken, mit einer Ihrer Forderungen sprechen Sie mir jedoch voll aus dem Herzen. Ja, wir brauchen dringend ein Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit. Auch ich musste als alleinerziehende Mutter meine Arbeitszeit von Vollzeit auf Teilzeit reduzieren. Und es war ein echter Kraftakt und nur dem Wohlwollen meines damaligen Chefs zu verdanken, wieder auf Vollzeit zu kommen und so die Existenzgrundlage meiner kleinen Familie zu sichern. Das möchten wir den vielen Frauen, die in eine Teilzeitfalle geraten könnten, ersparen. Sie sollen einen Rechtsanspruch auf Rückkehr in die alte Arbeitszeit erhalten. Dafür kämpfen wir und wir hoffen natürlich da auch auf die Unterstützung der Linksfraktion. Auch bei Ihrer Forderung auf ein Recht auf Nichterreichbarkeit haben Sie uns an Ihrer Seite. Hier sollten wir allerdings auch ein deutliches Signal gegen die Auswüchse bei der Arbeit auf Abruf setzen. Was hier zum Teil mit den Beschäftigten passiert, ist vollkommen inakzeptabel. Darüber finden wir in Ihrem Antrag leider nichts. Aber das kann sich ja noch ändern. Danke. Alles klar. Dass Sie mir die Minuten noch alles klar, Frau Genossin. Gabriele Heller-Ohm für die SPD war das die letzte Rednerin hier zu diesem Tagesordnungspunkt. Ja, wie flexibel sollen oder müssen Arbeitszeiten geregelt werden? Was ist zeitgemäß in einer sich verändernden Arbeitswelt? Darüber hat hier der Bundestag debattiert. Einig, denke ich, sind sich hier alle. Arbeit muss besser ins Leben passen. Allerdings der Weg dahin, wie flexibel das gestaltet werden muss oder darf, was nicht zu einer Einbahnstraße für die Beschäftigten führt, beispielsweise, da gehen die Meinungen hier im Haus ja auseinander. Die Linke hatte den Antrag vorgelegt, die wöchentliche Arbeitshöchstzeit von 48 auf 40 Stunden zu senken. Dieser Antrag, der geht jetzt erstmal in den Ausschuss für Arbeit und Soziales und wird dann dort weiter beraten werden.